Nasılsın? İyilik seni sormadım. Vallahi iyiyim abi. Nasılsın Ali? Dankeschön, dankeschön. Alles gut aus? Danke, selbst auch. Abgenommen? Etwas. An den Ohrläppchen. Bruder, schwarz sieht noch schwarz gut aus, komm. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind in Herne. Danke für die Einladung, danke, dass ich dabei sein darf. Wir fühlen uns geehrt, dass du die Einladung gefolgt bist. Wir sind in deiner Heimatstadt. Hier hat so quasi alles begonnen. Ihr seht das, rustikal, Dreck. Was den Ruhrpott ausmacht, ne? Was der Ruhrpott und dich ganz besonders ausmacht, ne? Deswegen haben wir vorhin schon im Intro gesagt, wie du getauft worden bist. Und wir werden gleich einiges erfahren. Für diejenigen, die den nicht kennen, ihr könnt schon mal googeln. Der Junge hat immer Druck. Komm, lass los. Immer. Wo sind wir hier? So, hast du hier eine schöne Ecke ausgesucht zum Sitzen. Hat was, ne? Ja, gefällt mir. Du willst das Bild überall haben, ne? Assi, heruntergefallen. Ich weiß nicht, ob DDR hier war oder Krieg hier war. Aber gefällt mir. Ich fühle mich noch nicht ganz wohl, aber das kriegen wir hin. Ne? Ruhrpott. Cool. Mein Freund, du kennst die Sendung. Es geht los mit Kickoff. Chibo hat da ein paar fiese Fragen für dich. Ein paar Sachen rausgefunden. Und naja, Kickoff. Chibo. Du weißt, wie das Spiel läuft? So in etwa. So in etwa. Nicht so wirklich, aber... Ich habe 11 Fragen, 11 Sätze, 11 Wörter. Zu dem Wort oder zu der Frage oder zu dem Satz. Zur Erinnerung, egal was da im Schädel läuft, wenn dir was einfällt, einfach raus damit. Okay, ein paar Fragen sind sehr, sehr lange her. Okay. Aber ich glaube, da kriegen wir hin. Okay, fangen lange wir an. Lange recherchiert, ne? Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Sagen okay, so. Alles klar, okay. Okay, erstes Wort. FC Sydney. War nicht FC Sydney direkt, Sydney Olympic. War eine sehr schöne Zeit in Australien. Die ersten Gehversuche als Trainer in Anführungsstrichen gemacht. War eine sehr coole Zeit, die ich nicht missen möchte und die mir viel Erfahrungswerte gegeben hat. Ja. Zweites. 10.12.2003. 10.12.2003, ganz kurz. Ah, genau. Das war mein Länderspieldebüt bei der U20 in Italien. Ich würde sogar sagen, ich habe nicht viel erlebt, aber das war schon, also Länderspieldebüt zu geben, war schon das Schönste, was als Fußballer in Latina war das, glaube ich, gewesen. Nicht weit von Rom weg, auf jeden Fall müsste das da gewesen sein, ja. Gegenspieler? Boah, da müsste ich jetzt echt suchen. Ja. Ich weiß nur, am Ende, nach dem Spiel, bin ich irgendwann mal lattenstramm neben John Carew auf der Toilette, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir dann beide zusammen Wasser gelassen. Ich sag mal so, Walter. Walter, also wenn man meint, man hat viel gesehen oder alles gesehen im Fußball, dann landest du bei der U19 von Rot-Weiß Oberhausen und lernst dann, Betreuer sind ja immer speziell, aber der ist echt der helle Wahnsinn. Seele, ne? Das ist, der Mann ist überragend und der gehört fest zum Inventar. Ich kipp mir noch einen hinter der Binde hier. Wir sind beim Walter stehen, ein paar Anekdoten aus der Kabine so mit Walter. Oh. Nur kurz, das war gerade der Chef, der Besitzer, der uns hier hat. Ne? Das wird gleich eingeblendet, wo wir genau sind, damit ihr auch weiter besuchen könnt. Nikolaus Grill, mehr sage ich nicht. Man heute. Mehr sage ich nicht und er haut's raus. Walter stehen geblieben. Anekdoten aus der Kabine. Walter begrüßt pauschal mit Beleidigung. Ich komme rein in die Kabine. Was willst du, Gesichtselfmeter denn hier? Mehr brauchst du dazu dann auch nicht sagen. Der Mann ist 79 Jahre, also Unikat, Weltklasse. Nächste Wort. Druck. Ja, da kommt es dann wieder. Da in letzter Zeit ist so einiges auf den sozialen Medien abgegangen. Das ja ein Interview aus aktiver Zeit, was, denke ich, ja, was hohe Wellen geschlagen hat, aber was auch nicht... um das mal klarzustellen, nicht aufgesetzt war oder sonstiges, das ist halt so nach dem Spiel, da bist du leer, da bist du voller Emotionen und da sprichst du einfach frei Schnauze aus dir raus und in dem Moment ist der Druck in dem Moment gewesen, den habe ich nachts, wenn ich nackt neben meiner Alten nicht oder beim Scheißen auf dem Pott. Beim Fußball haben wir Spaß. Deutsch, Türkisch, Arabisch oder doch Rumänisch? Also ich höre immer noch keinen Klüngelwagen hier, deswegen Rumänisch nicht. Nein, Spaß beiseite. Ja, Multikulti, Ruhrpott, sagt ja einiges, Hinterhof-Style hier, also authentisch. Und wenn du
Straßenfußballer bist, musst du nicht, aber mich hat es halt immer interessiert. Ich habe sehr wenig deutsche Freunde, sage ich einfach mal. Wir sind in der Zechensiedlung groß geworden, typische Petrologen. Und ich habe es halt gemocht, mich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Deswegen spreche ich Türkisch und Arabisch nicht so ganz, aber viel verstehen wie Deutsch. Das Schöne daran war immer bei dir, deine Gegenspieler, wenn das so halt Türken war, Araber oder egal was. Du konntest dich da gut verteidigen. Ja, das Problem ist halt immer, dass die A6 immer auf der Untergürtellinie beleidigt haben. Und dann kamst du. Und dann kam ich, genau. Und dann waren sie dementsprechend schockiert gewesen. Aber so ist das halt. Platz, hauen, stechen, spucken, kratzen, beißen. Und danach ist aber auch wieder alles gut. Mein Munkel, dein deutschester Freund, den du in deinem Freundeskreis hast, ist Gerald Asamoah. Hallo, ex-deutscher Nationalspieler. Ja, ne? Angeblich mein Zwilling. Ich hoffe, das klemmen wir irgendwann genau. Auch mal auf. Asa ist kein Arschkriechen. Ich glaube, somit das beste Beispiel an perfekte Integration in Deutschland. Das ist einfach fucking. Ich glaube, der kennt mehr deutsche Küche als ich. Von daher ist auch schon einiges gesagt. Amor. Ich auch. Also mein Lieblingsessen ist immer noch deutscher Eintopf mit den kleinen Würstchen drin. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, da hat die Schwiegermutter vom Asa Jollof-Reis gemacht mit diesem scharfen Fleisch. Nachts lag ich dann im Krankenhaus, weil meine Magenschleimhaut weggeessen. Gab es auch schon mal Fufu dann in dem Sinne? Ja, Fufu, ja klar, natürlich, aber Jollof-Reis ist hängen geblieben, negativ, ne? Deswegen, also packe ich das nicht mehr an. Ansgar Brinkmann. Der weiße Brasilianer. Also. Einer der, der Exot unter den Fußballern. Ja? Wirklich einer, der sagt, was er denkt, der junge Spieler auch irgendwo geprägt hat, weil er sie immer versucht hat zu fördern. Ansgar ist dann auch so der Typ, ich gehe zum Training, damals LR Aalen, kommt dann Ansgar auf einmal vorbeigefahren an mir am Parkplatz, steigt aus, läuft mit der Kulturtasche, sagt er, Dicken, fahr mal den Wagen vor. Ich sag, wie? Ja, ich habe Physiothermin, fahr den Wagen und halt die Schnauze. Ansgar Brinkmann halt, ne? Oder halt die legendäre Ansage auf dem Anrufbeantworter. Ich bin bis nachts 3 Uhr in meiner Stammkneipe erreichbar. Das ist einiges dann gesagt, ne? Warst du mit? Nein, ich war nicht mit. Nein, mit 18 nicht. Ne? Wieder ein Datum. 21.09.2003. 21.09.2003. Zweitliga-Debüt muss das gewesen sein. Gegen FSV Mainz 05. Ha? Das sind so Dinge, die behält man im Kopf. Trainer damals, Jürgen Klopp, überragende Mannschaft gehabt mit Michael Turk, mit Mimoun Azouag, mit Da Silva. Also da waren schon echt einige Spieler dabei, die ihren Weg auch dann nachher gemacht haben, europäisch auch. Und ich kann mich erinnern, als ich eingewechselt wurde, da saß Klopp dann mit seiner komischen Brille, die er da auf hatte, noch schiefe Zähne mehr oder weniger. Ne? Mit dem bin ich ja irgendwann auch nochmal im Testspiel aneinander geraten in siebener Zeit. Aber war schon geil, also blick mal gerne zurück auf jeden Fall. Ja. Wie lange hast du da gespielt? 2 Jahre. Gibt es dazu noch Bilder? Müsste es noch Bildmaterial zu geben. Gibt es noch Videos, wie ihr aneinander geraten seid? Gibt es auf jeden Fall, ja. Ah, ja, okay. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber es ist wirklich sehr, sehr lange her. Aber der Name wird dir auf jeden Fall was sagen, aber die Geschichte dahinter, da bin ich wirklich mal gespannt. Der Name heißt, oder der Name ist Ibrahim Tatlis. Ich habe versucht nicht zu lachen, aber als ich das gehört habe, ich konnte nicht mehr. Ibo, wo ich das gehört habe, ich konnte nicht mehr. Ibo ist halt, Ibo, für also, die, die es nicht wissen, sagen, genau, wer Ibo für ist. Die, die es nicht wissen, ist ein türkischer, kein Popsänger, der singt halt mehr oder weniger, wenn man es denn so will, türkischen Schlager. Ja? Viel Damar, also viel Musik, die unter die Haut geht, Texte, die einen dazu bringen, nach ja, 2 Flaschen Raki von der Kanalbrücke zu springen. Ja, auf der Fahrt zum Training, dann knall ich den dann rein und singe dann. Schaller den mal über die A2 oder die 45, je nachdem, wo ich gerade bin. Also ich habe dann eine andere Geschichte. Wir haben eine andere Story gehört. Zum Beispiel, da gibt es ja einiges dran. Thibaut, erzähl mal bitte, weil diese Story hat ein bisschen mehr in sich als das, was du jetzt gerade so schön erzählst. Ja, die Story ist so, ich sag mal, Schalke Amateure, Vorbereitung, Schalke Amateure gegen Alemannia Aachen, am Tivoli. Oh mein Gott, ja. Ich sag nochmal, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, von daher frühstücke uns nicht. Okay, 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 okay.
Also, wir haben dieses Spiel gegen Alemannia Aachen und das Ding natürlich voll. Ne? Und der Stadionsprecher kommt dann, ich saß dann auf der Bank, wurde ausgewechselt, glaube ich, ein Muskelfaserriss. Timo Kunert sitzt neben mir und dann in dem Moment macht Christian Erwig macht dann das Tor. Der Stadionsprecher hat es nicht mitbekommen, der war dann am Rumlaufen gewesen. Und dann kam er und dann hat ausgerechnet zu mir, wie der liebe Gott das will, und fragt mich dann, wer war denn der Torschütze? Ich sage, Ibrahim Tatlises. Sagt er, wie? Ich sage, Ibrahim Tatlises. Mike Büskens sitzt drei Mennekes weiter. In dem Moment schallert der Stadionsprecher, ja, 2-1 für Schalke 04, Torschütze mit der Nummer 9, Ibrahim Tatlises. Und hast du Mike Büskens wirklich nur noch so gesehen. Timo Kunert saß links vor mir, den habe ich gesucht, der war dann irgendwo unter der Bank, den konnte ich dann unter der Bank aufsammeln. Aber es war schon echt geil gewesen, ja, muss man sagen. Was hat der Spieler eigentlich danach reagiert? Also Erwig hat das gefeiert. Erwig ist, der hat schon auf dem Platz, hat er schon den gemacht. Zu mir, weil der wusste ja direkt, was los war. Ne? Also, wenn solche Sachen passiert sind, wusste dann auch jeder, ich war das gewesen. Ne? Von daher, ich weiß nicht warum, war halt immer situativ so, dass es dann wirklich auch gepasst hat in dem Moment. Ne? Und ich kann nicht anders, als wie Scherze machen und irgendwo ja, immer Spaß am Leben hochzuhalten. Gerade auch in dem Geschäft. Ne? Von daher, passt es, kommt immer auf die Situation an. Es hat halt gepasst. Okay. Überragend, ehrlich. Überragend, ich habe Tränen in den Augen. Also, Ibrahim hat noch nie ein Tor gemacht, ne? Aber für Schalke hat er getroffen. Nächste Wort, Straße. Straße, ja, Straße. Straße ist ja vielfältig. Ja, sehr ja. viel. Straße kann positiv, Straße kann negativ sein. Kommt drauf an, wo du aufwächst oder sonstiges. Ja, kann man tiefgründig jetzt aufarbeiten, die ganze Geschichte, aber... Ruhrgebiet, genauso wie viele Ecken auch in Deutschland. Es gibt schöne, es gibt weniger schöne Ecken. Und wir sind halt in in einer Ecke groß geworden, wo halt, ich will jetzt nicht sagen Armut, aber wo man Pfennige zählen musste, um zu die Familie am Kacken zu halten, typische Arbeiterfamilie. Und was machst du dann? Entweder gehst du in die Kriminalität oder löst es halt oder machst was aus deinem Leben. Ja? So. Und früher war es ja anders wie jetzt. Jetzt sitzen ja mittlerweile die Kinder mit der Chipstüte vor der Playstation. Ist leider so. Und wir waren halt besessen davon, morgens die Döppen auf. Tunis, da weiß ich nicht, ob ich den mitgenommen habe, aber Ball unterm Arm und dann halt zocken gegangen. Ja. Und dieses typische Straßenfußball, so sehe ich das. Das ist Straße für mich. Ja. Straßenfußball, das ist das, womit ich mich identifiziere. Das ist das, was mir sehr viel gegeben hat und was mich geprägt hat und was... die Erfahrung, die ich auch den Jungs, die ich jetzt trainiere in der U19 Bundesliga, denen haben sie es auch mit auf den Weg zu geben. Ja? Weil du kannst nichts dafür, wo du herkommst, aber du kannst was draus machen. Ja? Und das ist immer das Wichtigste. Du sagst gerade, Straße ist für dich Straßenfußball. Ja? Viele verbinden Straßenfußballer mit dem Filigrantechniker, der 1-gegen-1 geht. Wir wissen ja bei dir, das war nicht so der Fall. Von daher, was verbindest du da mit Straße, außer also fußballerisch? Du hast ja gerade das so normal erklärt, wie Wikipedia das machen würde. Was ich mit Straßen noch verbinde? Ja, was du mit Straßen verbindest im Zusammenhang mit Fußball. Du hast vorhin gesagt, Straßenfußballer. Ja, also... Die Sprachen, die du kennst einfach. Das ist ja, also ich kann euch Folgendes sagen. Wir gehen jetzt sonntags immer zocken, ja, Bolzplatz. Und auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass wir gespielt haben. Und in dem Moment komme ich zwei, ich weiß nicht, wo die herkamen, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, ist ja scheißegal. Und die haben dann gefragt, ja, und dann war einer von den Jungs, der dann gesagt hat, ja, nein, die können doch nichts. Ich so, ey, halt die Schnauze. Ich so, ganz ehrlich, ich war früher, bin ich zum Bolzplatz gegangen, habe gefragt, mitspielen, und ich durfte mitspielen. Hier gibt es keine Sprache, hier gibt es keine Religion, hier gibt es keine Nationalität, hier gibt es Fußball. Ist nur Verein. Ob sie können oder nicht, fertig, ganz einfach. Fußball ist eine Sprache, zwei Tore, zwei Mannschaften, gewinn. Ganz einfach, ja. Und wie du schon angesprochen hast, ich war nicht Filigrantechniker, aber... Ich habe es halt gerne gespielt, auch auf der Straße. Von daher, es gibt auf der Straße viele, viele Sachen, die du mitnehmen kannst in den Vereinsfußball. Ja? Handlungsschnelligkeit, Torgefährlichkeit, Technik, die du dann halt verfeinerst. Sei es jetzt, was ist Technik? Technik ist nicht jetzt den Ball 800 Mal jonglieren und irgendwelche Kapriolen machen. Ball sauber spielen. Zum Beispiel, da gibt es ja ein Zitat von Johann Cruyff, Technik ist, wenn du den Pass mit dem perfekten Timing spielen kannst. Ja? Zum Beispiel, lernst du auf der Straße. Es gibt viele Sachen, also ist schon vielfältig und macht mich sehr stolz, dass ich Teil der Straße sein darf. Was dich auszeichnet mit der Straße, ist ganz klar der Biss, die Aggressivität und den Durst nicht aufzugeben. Ja? Und vielleicht hochzukämpfen nach Verletzungen. Verletzungen, Tiefschlägen. Das ist das, was ich sagen würde, was dich persönlich Straße ausmacht.
Siehst du es genauso? Definitiv, 100%. Du lernst auf der Straße. Jetzt haben wir das Wort Straße so auf den Knopf. Ist nicht schlimm, alles gut. Voll auf der Bäume in den Wald kommen. Mentalität ist so. Ja? Es gibt viele Schlägereien im Käfig. Ja? Viele Meinungsverschiedenheiten. War Tor, war nicht Tor. Ihr habt gewonnen, wir haben verloren. Hast früher am Heiermann gespielt, um 5 Mark pro Kopf. Ja? Keiner wollte verlieren. Jeder wollte diesen Dönerteiler bei Sarah essen. Das ist einfach so. Dann hast du irgendwann Kalaute dabei gehabt, der versucht hat, den Topf zu klauen, ein bisschen hinterhergerannt. Ja, war alles dabei gewesen. Ne? Das ist so. Und da lernst du halt diese Mentalität, dieses unbedingte Gewinnen wollen. Und das sind auch die Spieler, die das Salz in der Suppe sind. Ja? Wenn ich heutzutage sehe, dass viele Mannschaften, zu viele darfst du davon auch nicht haben. Das macht viel durcheinander auch, ist klar. Aber du brauchst meiner Meinung nach 3-4 Leute, Freigeister, lass sie laufen, weil das sind die Menschen oder die Spieler, die den Unterschied ausmachen in einer Mannschaft. Heutzutage wird der niedrigste Weg des Widerstands gegangen. Jeder will aalglatte, einfache Spieler. Bin ich kein Freund von. Und deswegen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber nicht der Typ war, weiß ich nicht, aber das ist das, was den Fußball ausmacht. Okay. Genau, mein letztes Wort. SV Meppen. SV Meppen. Ja. Da gibt es viele. Gibt ja auch viele Sprichwörter, ne? Über Meppen. Ne? Also, ja, genau. Ja. Hau mal einen raus. Also Meppen war mehr Kaffeefahrt als Fußballspielen. Also ja. Ich war damals verletzt, war nicht so geplant. Verletzungen sind nie geplant, aber wenn wir dann in Meppen angekommen sind, habe ich dann Issa damals war mein. Ja. Jeden Tag? Wir sind jeden Tag nach Meppen gefahren. So 150 Kilometer hin, 150 zurück, die 31 hoch. Ja, pass auf. Da gehst du Kühlschubsen spielen, ja, da willst du nicht schlafen, da ist einfach so. Ne? Da kommst du auf doofe Gedanken. Wir sind hin und zurück gefahren. Da kamst du auch viele doofe Gedanken. Ja, und irgendwann mal hatte ich dann wirklich, also wir sitzen dann im Auto, hab ich den nächsten Tag gesagt, ist halt, boah, hast du Bock? Ich sag, boah, Lebe, ich weiß nicht, was machen wir? Ich sag, fahr mal A40 Richtung Burger King. Das ist schon mal das Erste. Richtung Burger King. Ich so, und jetzt holst du ja erstmal schön was zu essen für uns. Habibi, das können wir nicht machen. Du machst unser Leben kaputt. Er hat die Schnauze holen, die Burger King-Tüte, Alter. Die Burger King essen geholt. Und der war dann da so, und er sagt, ich bin da, was machst du jetzt? Ich so, ich ruf jetzt an, wir haben eine Panne auf der A40. Handy rausgeholt, Trainer angerufen. Wer war damals Trainer? Hubert Hüring. Bin ich dann zur Leitplanke gegangen. Hüring, Issa, bock mal den Wagen auf. Hüring, Panne, A40, wir können nicht kommen, wir machen Treppenläufe. Und das Lustigste war, neben Burger King war so ein kleiner Berg mit Treppen. Der Issa ist dann da hoch und runter gelaufen. Wir machen nur Treppenläufe. Issa, der ist hier schon da. Und dann Hüring sagte, alles klar, bleib zu Hause. Und der Issa dann froh gewesen, wir saßen dann da mit der Burger King-Tüte. Oder halt auf dem Weg zum Training. Also es gibt ja echt, also ich bin ja schwierig gewesen, ne? Muss ich echt sagen. Aber auf dem Platz habe ich schon echt 100% gegeben. Aber wenn mir dann einer richtig auf den Sack gegangen ist, dann habe ich das auch wirklich denjenigen zu spüren gegeben. Und Hubert Hüring, ein lieber Mensch, aber als Trainer, boah, das Einzige, was der hätte führen können, wäre hier vielleicht den Kiosk hier um die Ecke, aber keine Fußballmannschaft. Ne? Der hat da Methoden gehabt, der ist ja mit uns ohne Spaß. Wir sind in der Kabine, Schule, ne? Das war ganz alte ganz Schule. Alte Schule. Ja, wir sind in der Kabine gegangen, das war im tiefsten Winter, da sagt er dann, Männer, wir gehen heute in die Pferdehalle, in die Pferdekuppe. Das habe ich auch verpasst. Pferderennen oder was? Ne? Also es gibt wirklich, Metten sind 2-3 Hardcore-Sachen. Ne? Dann sind wir da zum Training gefahren. Und wir vorweg und die hinter uns her. Und dann gucke ich, linke Seite McDonald's. Ich sage, Issa, McDrive. Nein, hör auf, mach gar nicht. McDrive. Ich fahr zum Training. Zum Training. McDrive. Und dann nach links McDrive, okay. Ampel war rot von dem. Und wir fahren in McDrive. Ich mir schöne 3 Cheeseburger geholt. Ne? Und ich sage, lass den Osterhasen fahren, ist mir scheißegal. Lass den. Vorgefahren. Ne? Und ja. Hat dann die Mannschaften eingeteilt und ich kam mit dem Cheeseburger. Lebe, und du darfst dann auch sitzen bleiben. Ich so, alles gut, ich habe eh keine Lust gehabt, hier Pferdescheiße rumzuwühlen, habe ich gesagt. Und dann meine Cheeseburger gegessen. Oder wir verlieren in Oldenburg, das ist ja damals ein riesen Derby gewesen, Meppen gegen Oldenburg. Damit ist es dann auch Meppen beendet. Welche Liga war das? Das war Regionalliga. Wir gegen den Abstieg gespielt, ja. Und spielen in Oldenburg. Und das Vorstellen, da passen, glaube ich, ich weiß nicht, da waren 10.000 Mann. In Oldenburg gespielt? In Oldenburg, genau. Und ich saß auf der Bank, was mich an für sich eigentlich nicht interessiert. Ja. Nur halt, das ist immer ein Ding der Kommunikation, finde ich immer so. Ne? Und so wie ich mich dann verhalten habe, hat er es mir immer wieder zurückgegeben. Alles okay. Verlieren dann 4-1 oder 5-1. Ja. Er hat so eine Krawatte gehabt, ist an mir vorbei. Merkst du dann die Spannung dann. Ne? Ich guck den Isan, der ist so, was machst du denn? Ich sag, er ist Alter, ohne Scheiß. Ne? Körbwurst, Pommes, Mayo, Flasche Krombacher und dann ab in den Bus rein. Ne? Da bist du Panne. Ja, und ich guck den an. Gut, der hat mir gesagt, der Lebe, hör auf, Alter. Ich sage, nein. Ich sag, das ist,
ich habe jetzt Bock, ist mir scheißegal. Und jetzt kommt der Knaller. Der Bus, der steht da und die Oldenburg-Fans schon mit Bierbecher am Schmeißen, hast du nicht gesehen? Und ich dann am Bus vorbei, die Tasche reingestellt, bin dann in diesen Mob rein, hab dann gesagt, mal zur Seite hier, Männer. Dann guckt der eine mir an, ich sag, brauchst du gar nicht so zu gucken. Currywurst, Pommes, Mayo, Flasche Kronbacher, ich will nach Hause. Dein Ernst jetzt? Ich will nach Hause, mach das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Alle am Feiern gewesen, wirklich alle am Feiern gewesen. Ne? Und der Trainer saß dann da vorne, sitzt ja vorne rechts meistens und hat mich dann so schön angeguckt. Ne? Da habe ich meine Currywurst, Pommes genommen, meine Flasche Kronbacher und bin dann in den Bus rein. Dann guck ich ihn an und sag, und jetzt können wir nach Hause fahren? Und rein. Wie lange warst du da? Ah, das war ein halbes Jahr gewesen. Das war ein halbes Jahr. Das war nicht lange. Das kann ich viel sagen. Verletzt gewesen, war echt auch. Also im Nachhinein, wenn man so sagt, es gibt ja immer so, ja, man wiegt dann immer so ab. So, ne? War gut gewesen, war wirklich schöner Verein, ne? Schönes Stadion alles, aber am Ende die Fahrerei und alles, hätten uns anders überlegen müssen. Mit der Dankkarte habe ich da auch noch was. Aber ich sag mal so, danke fürs Kickoff. Das war das Kickoff.